So, hallo, wir sind wieder bei Tatort Dichterstube. Das war ein kleiner Geheimtipp, denn wenn man die Pistole länger nicht gebraucht hat und man dreht auf, dann macht das öfter so einen Schuss und dann geht der dorthin, wo er nicht hin soll. Und wo soll er hingehen? Zwischen Mauer und Futter. Und dieser Schuss ist jetzt aber in die Mauerecke gegangen? Ja, das kommt nicht weg dann. Okay, danke, Erich. Ja, bitte. Gut, wir schäumen heute aus. Was? Den Türstock. Den haben wir letzte Woche eingebaut. Der ist jetzt eine ganze Woche hier gestanden, Erich. Sollten wir kontrollieren, ob die Waage noch passt? Ich glaube, das passt, oder? Wenn du nicht angelaufen Nein. bist, dann solltest du eigentlich noch passen. Hier sind die Löcher, die wir extra gebohrt haben, damit der mit der Pistole hinein kann. Und jetzt kann er voll gut hinein, der Erich. Ja. Ja, vielleicht kannst du noch irgendwas sagen über verschiedene... Ja, es gibt verschiedene BU-Schäume. Das ist ein normaler, also ein Einkomponentenschaum. Der Zweikomponentenschaum hat hier unten was zum Drehen, dann Platz drinnen was und dann ist der zweite Komponente drin so ein Härter. Dann wird das quasi innerhalb von 10, 15 Minuten härtet der Schaum aus und man kann gleich quasi die Spreizer weg und weiterarbeiten. Dem Erich und mir ist es wichtig, dass der Schaum extrem langsam aushärten. Dieser Schaum braucht circa 40, 50 Minuten. Das ist uns schon fast zu schnell. Vielleicht, wenn von den Zuschauern irgendwer einen Tipp hat, ein Schaum, der was wirklich Stunden, Tage braucht, das wäre für uns ideal. Das passt zu unserem Arbeitstempo dann sehr gut. Erich, stimmt das? Ja. Und wichtig ist immer, bei den Bändern einen Schaum hingeben und wo die Falle hinein, also wo das Schloss ist. Nicht ganz rausschauen, weil der Schaum quillt nach und dann fällt er da runter, fällt dann auf die Fliesen oder Parkettboden oder so. Genau. Es wäre auch sinnvoll, wenn man das vorher mit einer Sprühflasche, Erich, benetzt mit Wasser. Und wenn man den Schaum dann auch benetzt mit Wasser, bleibt er nirgends kleben. Hast du das gewusst? Ja. Das sind Tricks, da schaust du jetzt aber ganz schön. Ja, schau, dann gebe ich dir gleich die Pistole. Okay. Bei solchen Tricks. Ja, der muss immer aufpassen, er dreht immer das Handy ab. Ich sage das jetzt immer, damit das die Leute, die Zuschauer auch wissen. Wenn man zum Beispiel eine WC-Türe hat, ist es sinnvoll, wenn man vollflächig zumacht, wegen der Geruchsbelästigung. Wenn man jetzt eine Schallschutztüre hat, ist es auch sinnvoll, man schäumt komplett aus. Denn was bringt das, wenn das Türblatt super isoliert und hier ist eigentlich nichts und der Schall oder Kälte, was weiß immer, also was weiß immer, was weiß ich auch, was weiß, wie sagt man das richtig, Erich? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Hörst du mir überhaupt nichts? Nein, mehr? Ich habe da jetzt ganz was anderes gedacht. Oh, hier habe ich zu viel Schaum hineingegeben, der drückt es raus. Das ist zum Glück deine Spreize, Erich. Wenn die jetzt schmutzig wird, ist das deine. Meine ist die da unten, die was sauber ist. Brauchst du mir noch mal die Pistole? Nein, was willst du? Willst du meine Dingsbums, Spreize schmutzig machen? So, das ist jetzt alles hier oben gebe ich noch ein wenig Schaum. Das ist zu viel, so viel muss man nicht geben. Aber mir gefällt das irgendwie ein bisschen mit der Schaumpistole. Wir haben ja das nicht oft. Wir stellen einmal im Jahr eine Tür ein und die müssen wir dann 7-8 Mal einstellen, weil sie schief ist. Und jetzt freue ich mich immer, wenn ich mit dem Schaum arbeiten darf. Auf jeden Fall, jetzt lässt man das ungefähr eine halbe Stunde eingespannt, dann kann man das wegnehmen. Das Türblatt hänge ich immer am nächsten Tag ein. So einen Stress haben wir nicht, oder? Dass man das gleich einhängen muss. Und dann hängen wir das Türblatt ein, die Zierverkleidungen kommen drauf und dann kann man das Türblatt ausrichten, einstellen, dass wirklich alles passt. Das werden wir aber im nächsten Teil zeigen, denn das muss jetzt trocknen. Und wenn das trocken ist, seid ihr wieder dabei bei Tatort Dichterstube. Der Erich will sicher noch was sagen oder nicht mehr. Verabschieden musst du dich auf jeden Fall, Erich. Ich werde jetzt das Handy umdrehen, dann verabschiedest du dich. Ah, jetzt schon? Ja, und wenn du noch was zu sagen hast, dann kannst du das sagen. Ich habe ja gar nichts zu sagen. Na, du sagst sicher irgendwas hast du Tschüss. Zu sagen. Tschüss. Ich sage auch Tschüss, Baba, wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs dabei gewesen zu sein haben. Und gefällt mir, drückt einen Daumen drauf, abonniert den Kanal und immer daran denken, Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Oder so.